Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in diesem Video werde ich euch mal zeigen, wie ich eine Raketenfarm gebaut habe. Die seht ihr da unten schon ein bisschen. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt runter und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, ihr seht schon, wir haben hier im Sumpf gebaut. Und das liegt daran, dass wir eine Hexenfarm hier haben. Zu der habe ich schon mal ein Tutorial gemacht, deswegen werde ich das jetzt hier nicht nochmal erklären. Aber es ist in der Beschreibung eben verlinkt, falls ihr euch das anschauen wollt. Und das Coole an der Hexenfarm ist eben, dass man hier alle möglichen Items bekommt, die halt Hexen droppen. Und dazu gehört auch Gunpowder und oder beziehungsweise Schwarzpulver oder Schusspulver heißt es, glaube ich, auf Deutsch, oder Schuss, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Gunpowder, und das ist wichtig für Raketen. Und was auch noch ziemlich nice ist, ist der Glowstone, daneben kann man auch gut für Raketen benutzen, denn man craftet Raketen ja, indem man einfach Papier nimmt und Gunpowder, und das würde rein theoretisch schon für Raketen reichen. Und dementsprechend funktioniert diese Farm eben automatisch, und man kann dann hier eben gleichzeitig Gunpowder farmen und auch Papier. Dann auf der anderen Seite haben wir noch eine Zuckerrohrfarm, zu der ich auch schon mal ein Tutorial gemacht habe. Und da gibt es dann halt einfach Zuckerrohr, was automatisch gefarmt wird. Und dann kann man hier theoretisch hergehen und sich das hier beides nehmen. Dann läuft man einfach zum Crafting Table und macht sich dann hier ein paar Raketen, die man dann eben für seine Elytra benutzen kann oder für was auch immer. Gleichzeitig ist diese Farm allerdings noch ein bisschen größer, denn man kann Raketen ja nicht nur zum Fliegen benutzen quasi, sondern auch noch eben, um sie hochschießen zu lassen. Und dafür gibt es eben noch ein paar Sachen, die auch wichtig sind, zum Beispiel eben Glowstone. Den kann man dafür benutzen, damit die Raketen quasi noch so ein bisschen leuchten und so einen Leuchteffekt bekommen, was ziemlich nice ist. Und außerdem kann man auch noch die Raketen färben. Und zwar kann man hier, indem man diese Feuerwerksterne macht, damit kann man ja quasi die Farbe bestimmen und welchen Effekt das Ganze haben soll. Und eben, man kann diese Farbe vom Fireworks da eben auch ändern mit eben Farbmitteln, die man zum Beispiel von diversen Pflanzen bekommt. Und da kann man eben noch so ein paar Effekte machen, wie zum Beispiel mit der Feder oder mit dem Glowstone. Den Glowstone bekommen wir hier dann noch mit dazu bei der Hexenfarm. Da wird hier auch automatisch gefarmt. Und die Feder bekommen wir hier von dieser Hühnerfarm, die auch voll automatisch funktioniert. Ihr seht schon, immer wenn ein Ei geschmissen wird, geht auch oben Lava an und das tötet dann ein Hühnchen. Und dann kommen hier im Endeffekt auch Federn zusammen, die wir zum Craften benutzen können. Und gleichzeitig können wir auch noch für die Farbmittel hier quasi eine automatische Blumenfarm benutzen, zu der habe ich auch schon mein Tutorial gemacht, werde ich euch also in der Beschreibung auch verlinken. Und das Blöde ist allerdings, das wusste ich auch nicht, dass wenn man das Ganze im Sumpf benutzt, dass hier nur diese blauen Blumen kommen, die im Sumpf halt spawnen. Also hier gibt es keine anderen Blumen, die man jetzt hier durch diese automatische Farm bekommt. Also zum Beispiel, wenn man im, weiß nicht, in einem Waldbiom das macht, dann kriegt man ja alle möglichen verschiedenen Blumen. Allerdings nicht im Sumpf, hier kriegt man dann immer nur diese komischen blauen hier. Und damit kann man dann eben hellblaue Farbe machen. Theoretisch könnte man hier natürlich auch noch eine automatische Kaktusfarm bauen. Dazu habe ich übrigens auch schon ein Tutorial gemacht. Also ihr merkt schon, das meiste habe ich hier schon mal erklärt. Und so würde man dann halt auf die Farben kommen. Und ja, deswegen, also ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Farm hier nachbaut, dann auf jeden Fall diese Blumenfarm nicht auch im Sumpf machen, weil hier bekommt ihr, wie gesagt, nur hellblaue Blumen. Also ihr wollt natürlich hellblaue Blumen, dann ist das natürlich okay. Beziehungsweise hellblaue Raketen dann im Endeffekt. Und ja, also dieses Tutorial hier ist eigentlich gar nicht so ein richtiges Tutorial, sondern ich wollte euch einfach nur die Ideen dafür geben, weil wie gesagt, für die Hexenfarm habe ich schon ein Tutorial gemacht und für die Blumenfarm auch und auch für die automatische Zuckerrohrfarm. Nur die Hühnerfarm habe ich noch nicht, aber die wird demnächst kommen, weil die auch super einfach ist. Und so könnt ihr dann eben, oder theoretisch auch die Kakteenfarm, falls ihr grüne Farbe haben wollt, die habe ich auch schon gemacht. Und zum Beispiel könntet ihr auch statt einer Hexenfarm, zum Beispiel um Gunpowder zu kriegen, könntet ihr auch eine ganz normale Monsterfarm machen. Da bekommt ihr dann nämlich auch Gunpowder eben durch die Creeper und gleichzeitig auch noch Farbemittel oder Färbemittel durch eben die Skelette. Da kriegt man ja nämlich dann Bone Meal, was man theoretisch auch für diese Farm hier braucht. Und damit kann man halt auch dann weiße Farbe machen. Also theoretisch könnte man hier dann auch noch eine Mobfarm hinbauen, wo man dann eben auch das Bone Meal umsonst bekommt quasi oder nebenbei farmen kann. Damit man dann eben auch die Blumenfarmen damit powern kann. Und ja, also dieses Tutorial ist eigentlich mehr so eine Idee, dass ihr halt so euch überlegt, dass ihr die ganzen Sachen halt mal zusammenbauen könnt und so könnt ihr dann halt automatisch Raketen farmen. Beziehungsweise wenn ihr halt wirklich nur Raketen haben möchtet, dann braucht ihr wirklich nur Gunpowder und Zuckerrohr. Und Zuckerrohr ist ja eine sehr einfache Farm und Gunpowder, wie gesagt, könnt ihr entweder durch Hexen machen, falls ihr eine Hexenhütte habt. Aber falls ihr halt noch keine gefunden habt, weil die sind relativ selten auch und man muss ja erstmal einen Sumpf finden und so weiter, könnt ihr auch eine ganz normale Monsterfarm machen und dann eben da die Creeper hernehmen. Und ja, ansonsten war das eigentlich von dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Feuerwerk in die Kommentare. Und ich glaube, also wenn das Video hochkommt, morgen für euch am 31.12. ist dann ja Silvester. Und ich hoffe, ihr feiert das schön. Und ich hoffe, ja, dieses Tutorial konnte euch ein bisschen in die Stimmung bringen, von wegen Raketen und so und Feuerwerk. Ja, von daher würde ich sagen, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht eine Idee mitnehmen oder was lernen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.